Hi, wenn du lernen möchtest, wie man einen Frosch malt, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Anna Moon und ich zeige euch heute, wie ich diesen roten, süßen Frosch male. Mein Untergrund ist ein Stein, ihr könnt aber auch eine Leinwand oder ein Stück Pappe nehmen. Ich habe mit einem Kreidestift die grobe Skizze des Frosches auf den Stein übertragen. Da der Stein dunkel ist und ich gern leuchtende Farben habe, so sind meine ersten Schritte immer das Grundieren verschiedener Flächen. Zum Grundieren kannst du Acrylfarbe nehmen, in dem Fall Titanweiß oder aber weißes Gesso. Da dieser Prozess etwas langweilig ist, werde ich ihn jetzt beschleunigen. Ich grundiere die Fläche des Frosches erstmal nicht, damit ich meine Linien nicht verliere. Das Blatt hat eine rote Außenkante und dafür wähle ich Cadmiumrot. Ich habe permanent Grün und Zitronengelb hinzugefügt und werde jetzt die erste Schicht von dem unteren Blatt malen. Ich mische das Grün und das Gelb mit einem Hauch von Weiß, damit es etwas deckender ist, und male das Blatt und zwar auch etwas über die rote Linie, dass tatsächlich nur der Außenrand rot ist. Wenn der Pinsel nach rechts aus dem Bild geht, tunke ich ihn ins Wasser oder entferne zu viel an Farbe. Indem ich mal mehr in das Grün und mal mehr in das Gelb gehe, variiere ich mit den Farben, dass es etwas natürlicher wirkt und nicht ein komplett solides Maigrün ergibt. Zwischen dem roten Außenrand und der Mitte des Blattes ist eine hellere Stelle zu sehen und diese male ich gerade mit ein wenig mehr Weiß ein. Ich werde das Video jetzt ein wenig beschleunigen, um den langweiligen Prozess des Ausmalens des Blattes zu verkürzen. Hier in meinem Studio ist es sehr heiß, deswegen muss ich ab und zu mit einer Wasserflasche die Farbe befeuchten, dass sie nicht austrocknet. Auch auf der anderen Seite des Frosches ist eine hellere Linie direkt unterhalb des Rotes des Blattes zu sehen. Ich habe jetzt einen größeren Pinsel gewählt und versuche jetzt den Hintergrund etwas verschwommen darzustellen. Dabei nutze ich recht viel Wasser, damit die Farben ineinander laufen. Ich mische auch etwas Rot in das Grün, um es etwas dunkler zu gestalten und etwas abzutönen. Seid vorsichtig mit dem Rot. Rot ist eine sehr starke Farbe, vor allen Dingen wenn es Cadmium ist. Das kann schnell zu rot werden. Genaue Konturen braucht man für den Hintergrund nicht machen. Es soll einfach nur irgendwas darstellen und etwas verschwommen sein. Den Stein halte ich übrigens mit einem Knetradiergummi auf meiner Palette fest. Manchmal ist es hilfreich, etwas Weiß in die Farbe einzuarbeiten. Das unterstützt das Verblenden und verhindert, dass die Farbe zu streifig aussieht.
Der Hintergrund ist jetzt fertig. Ich mische mir ein etwas dunkleres Grün an, um die Blattadern einzuzeichnen. Ich habe den Pinsel zu einem Skriptliner gewechselt, der hat lange Pinselhaare und damit kann ich viel besser Details zeichnen. Jetzt ist es Zeit für die Grundierung des Frosches. Auch diesen Prozess werde ich etwas beschleunigen, da er etwas langweilig ist. In dieser Phase korrigiere ich auch kleinere Zeichenfehler. Das ist jetzt sehr einfach, weil es Titanweiß deckend ist. Wenn ein paar Stellen von dem Stein nicht mit Weiß abgedeckt werden und eigentlich da noch Grün durchscheinen sollte, werde ich auch mit der noch feuchten Mischung das Grün einfach eintupfen. Hier bessere ich einige Leerstellen aus. Ich verstärke noch einmal die Helligkeit unter dem roten Blattrand. Der Hintergrund ist nun komplett fertig und es ist Zeit, mit dem Frosch zu beginnen. Für die Grundfarbe des Frosches nehme ich ein helles Cadmiumrot. Ich mixe da etwas Wasser rein, weil es ein bisschen zäh erschien. Und im Prinzip male ich erstmal eine komplette Schicht in Rot und lasse gegebenenfalls die ein oder andere Stelle aus, die später heller oder gar dunkler wird. Ich habe in das Rot auch noch ein bisschen Zitronengelb reingemixt, aber stelle gleich fest, dass mir das eigentlich etwas zu hell ist und benutze dann einfach nur noch das pure Rot. Ich werde auch diesen Prozess etwas beschleunigen, damit es nicht ganz so langweilig ist. Ich habe noch eine kleine Stelle entdeckt, wo ich ein bisschen Hintergrund nachbessern muss.
Ich habe mir ein helles Rot gemischt, um die hellen Stellen am Bauch und den Füßen zu malen. Die dunklen Flecken des Frosches werden mit Umber gebrannt umgesetzt. Das dunkle Froschauge wird von einer dünnen weißen Linie umfasst. Ich zeichne nun die Flecken ein, dabei spielt es gar keine so große Rolle, ob die exakt sitzen. Es spielt lediglich eine Rolle, dass die Größe der Flecken in etwa an den Positionen stimmt. Die Haut eines Frosches ist meist sehr feucht. Das kann man am besten durch Hinzufügen von kleinen weißen Punkten erzeugen.
Ich mische jetzt eine wässrige Lösung mit Umber gebrannt an, damit ich beim Frosch ein paar Schatten auf den Körper setzen kann. Das Licht fällt auf den Frosch von vorn und von oben. Das heißt, die Schatten sind an den Unterseiten der Gliedmaßen und des Körpers. An dieser Stelle ist der Kopf des Frosches etwas heller. Ich versuche das aufzuhellen mit etwas Zitronengelb. Mit einer wässrigen Mischung aus Umber gebrannt und Ultramarinblau werde ich jetzt eine Schattenfarbe herstellen, die ich dann für das Blatt benötige. Ich habe jetzt noch etwas Grün in die Schattenfarbe hineingemischt, weil sie mir doch etwas zu wässrig erschien. Hier und da noch ein paar kleine Verbesserungen und Korrekturen machen den Frosch am Ende perfekt.
Wenn du auch gern eine Schildkröte malen möchtest, dann habe ich hier folgendes Video für dich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.